Eine prekäre Gesundheits- und Ernährungssituation, Heiraten im jungen Alter, eine hohe Analphabetenrate. Das alles sind die Miseren der östlichen Region von Burkina Faso. 46 Katechisten und 4 Ordensschwestern mussten wegen der Gefahr und der ständigen Bedrohung durch bewaffnete Gruppen ihre Missionsdörfer verlassen. Sie waren eine große Unterstützung, nicht nur in der Seelsorge, sondern auch bei der Entwicklung der Missionsdörfer vor Ort. Sie lebten dort mit den Menschen, teilten ihre Ängste und Freuden und trösteten sie mit ihrer mutigen Arbeit in den Schulen, in den Gesundheitszentren, begleiteten Frauen und halfen in den Pfarreien. Nun waren sie gezwungen, mit den armen Menschen, die vor dem Terror flohen, in die Stadt zu gehen. Aber wie sollen sie dort überleben ohne Geld für ihren Unterhalt, um Rechnungen zu bezahlen und Gesundheitskontrollen durchzuführen? Wie können sie sich weiterhin um die Ärmsten kümmern? Die Schwestern in Fadengouma zählen auf die Wohltäter unserer Stiftung, die ihnen die Mittel zum Lebensunterhalt zur Verfügung stellen. Auch ich zähle auf sie.